Heute ist das Marienfest, Maria unbefleckte Empfängnis. In vielen Kirchen gibt es sehr schöne Statuen von Maria. Da ist eine junge Frau dargestellt, die auf einer Mondsichel steht oder auf einer Erdkugel und mit einem Fuß zertritt sie den Kopf einer Schlange. Und um den Kopf herum hat diese Frau einen Kranz von 12 Sternen. Und das ist eben die Darstellung von Maria als der unbefleckten Empfängnis. Aber wir dürfen eigentlich nicht bei Maria nur stehen bleiben, sondern wir müssen unser Denken viel weiter ausweiten, denn diese Statue ist eigentlich auch Sinnbild und Symbol für die reine Schöpfung. Die Schöpfung ist von Anfang an aus Gottes Hand als eine großartige, harmonische Welt und Schöpfung und Natur hervorgegangen. Und wir selber alle leben darin. Kein Mensch kann die Naturgesetze verändern und kein Mensch kann etwa die Naturgesetze überhaupt zerstören. Das ist nicht möglich. Der Mensch kann allerdings die Naturgesetze ausnützen und kann viel Günstiges für sich daraus machen, technisch. Aber wir wissen, es kommt halt darauf an, dass wir immer in Einklang mit der Natur die Dinge in der Technik gestalten und machen. Und hier gibt es ein Problem, dass eben wir Menschen manchmal nicht genug Rücksicht nehmen auf die Naturgesetze und auf die Natur und damit auch uns selber eventuell sogar die Lebensbedingungen zerstören können. Aber selbst wenn der Mensch sich ausrotten sollte, was ja hoffentlich nicht geschieht, möglich wäre es, aber was hoffentlich nicht geschieht, die reine Schöpfung Gottes bleibt trotzdem die reine Schöpfung, auch wenn es den Menschen nicht mehr geben sollte. Die Evolution, die ja unter der Führung Gottes sich vollzieht, hat ihre Zielstrebigkeit und geht weiter mit dem Menschen oder ohne Menschen. Die reine Schöpfung ist aus der Hand Gottes hervorgegangen und bleibt gute und reine Schöpfung. Ja, am heutigen 8. Dezember feiern wir Maria, aber wir feiern auch die Großartigkeit der reinen Schöpfung Gottes und wir feiern den Schöpfer selbst.